Kreuz Baden-Württemberg 7. Wind 150 Grad, 6 Knoten, startfrei. Am 19. März 1973 retten wir in unserem allerersten Einsatz eine Frau, die nach einem Verkehrsunfall nahe Stuttgart um ihr Leben kämpft. Unsere Alouette 3 fliegt sie ins Krankenhaus. Während die Musikwelt den ersten Walkman feiert, feiern wir die Gründung unserer ersten eigenen Werft. Denn Luftrettung braucht schließlich eine solide Basis. Als Rocketman 1984 bei den Spielen in L.A. abhebt, startet das erste eigene Ambulanzflugzeug der DRF Luftrettung zur Rückholung von Patienten von überall auf der Welt. München. In der bayerischen Landeshauptstadt stellen wir unseren ersten Intensivtransport-Hubschrauber in den Dienst. Hier geht auch unsere erste Station in den 24-Stunden-Betrieb. Crews starten und landen rund um die Uhr. Während das erste Modul der ISS den erdnahen Orbit neu erschließt, erschließen wir einen neuen Weg zur Rettung im Gebirge, dicht besiedeltem Gebiet oder über Wasser. Unsere erste Rettungswinde kommt zum Einsatz. Als Ideengeberin inspiriert die DRF Luftrettung 2005 die Entwicklung der Ortungssoftware RescueTrack. Sie ist bis heute führend und optimiert die Alarmierung und den Einsatz von Luftrettungsmitteln. So erhalten Patienten noch besser und schneller notärztliche Hilfe aus der Luft. Mit der Einführung von Nachtsichtgeräten übernehmen wir 2009 europaweit auch die Führung in der Luftrettung bei Nacht, wie Sprintweltmeister Usain Bolt bei Tag auf der 100-Meter-Strecke. 2019 bringen wir zum ersten Mal Heliblut zum Einsatzort mit und verbessern so die Versorgung von Notfallopfern in kritischem Zustand nach massivem Blutverlust. Als die Welt 2020 in den ersten Covid-Lockdown geht, steht für positiv getestete Notfallopfer unser innovatives Epi-Shuttle bereit. 2021 feiern wir eine historische Zahl. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen fliegt die DRF Luftrettung den millionsten Einsatz seit Gründung. Und es gibt noch einen Grund zu feiern. Zusammen mit der Luxemburg Air Rescue erhalten wir den Adenauer de Gaulle-Preis für den grenzübergreifenden Einsatz während der Pandemie. Bestmögliche Hilfe aus der Luft bedeutet, Technik immer wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Um schneller und sicherer beim Patienten zu sein, entwickeln wir uns stetig weiter. Als erste Luftrettungsorganisation im deutschsprachigen Raum haben wir die H-145 mit 5-Blatt-Rotor in Dienst gestellt und in unserer Werft Hubschrauber dieses Typs von 4 auf 5-Blatt-Rotoren umgerüstet. Mittlerweile kommen bereits 10 Maschinen mit 5-Blatt-Rotor zum Einsatz. Alles für unsere Mission, möglichst alle Menschen in medizinischen Notsituationen so schnell es nur geht, bestmöglich zu versorgen. Unsere Geschichte schreibt Zukunft. Seit 50 Jahren. Deine Luftretter. Gemeinsam fürs Leben.